Tja, irgendwas ist hier gerade ganz schnell passiert. Ah, mit Licht sehe ich wesentlich mehr. Upsala, jetzt bin ich gegen den Tisch geknallt. Warum habe ich das jetzt getan? Scheiße. Warum habe ich jetzt diese bekloppte Kiste kaputt gemacht? Wo bin ich dann eigentlich wieder? Ach so, hier. Natürlich wieder im Geschehen, dass ich dann hier wieder runterfahre. Hey! Ab, runter! Natürlich ist der ganze Mist hier unter Wasser. Hier ist ja dann noch irgendwas runtergefallen, als ich hier runtergegangen bin. Oh! Wow! War ich denn etwa hier draußen oder wie? Hm. Also hier gibt es auf jeden Fall keinen Weg, wieder da hochzukommen. Zumal wir dann noch nebenbei angegriffen werden. Also irgendwie haben wir es geschafft, da hochzukommen. Hm. Hier ist irgendwas abgestürzt. Ich muss gerade ein klein wenig klarkommen, wo wir gerade sind und was wir hier überhaupt machen. Schauen wir uns mal hier um. Ah, so kommen wir schon einfacher nach oben. Ich speichere jetzt mal risikohalber hier. Bah. Macht aber allerdings wenig Sinn, wenn wir nur hier oben rauskommen und nur bis hier weiter können. Hm. Da muss man jetzt echt schauen, wo es jetzt weitergehen könnte. Es sei denn, ich habe jetzt an einer wirklich sehr, sehr blöden Stelle gespeichert. Es sei denn... Ah, nein. Nein, hier gibt es definitiv keinen Weg zu den anderen Deck. Da ist der abgestürzte Zug. Selbst hier gibt es auch keinen Weg weiter. Hm. Geht's auch noch irgendwo lang? Wie geht's da irgendwo raus? Zu einer kaputten Leiter. Meine Güte, haben wir richtig miese Karten hier. Sollten wir das alles noch nicht sehen? Hm. Alles sehr seltsam hier, muss man sagen. Und das ist auch sehr seltsam. Das führt mich sogar hier hoch. Ui. Hier ist sogar Rotlicht. Hm, Rotlichtmilieu. Ich glaube, diesen Abschnitt sollte ich dann wohl besser mit runtergelassener Hose. Nein, natürlich nicht mit runtergelassener Hose, meine Güte. Mit runtergelassenen Jalousien spielen. Dann macht sich's auch wesentlich besser, sollte ich dann irgendwann mal wieder am Tage aufnehmen. Was ja in letzter Zeit immer häufiger vorkommt. Ach je, mini, mini. Leute, ich bin doch zu alt für den Scheiß. Besonders für solche Aliens hier, die ich total einfach besiegen kann. Und so merkwürdig umfallen wie bei diesem einen Spiel. Was hatte ich denn da mal gesehen? Cry of Fear, genau. Hm. Was befindet sich in dieser Kiste? Energie jetzt auf 25%. Hört sich an wie eine Bahnhofsansage, wenn man sich das so anhört mit dem Hall. Aber Leben brauchen wir... Erstaunlicherweise noch gar nicht. Also wir haben immer noch 100 Leben. Mein Glückwunsch, meinen persönlichen Glückwunsch.
Und Leute, wo seid ihr denn? Ihr habt mich doch mal vor nicht allzu langer Zeit mal angegriffen. War das nicht so? Aber irgendwo muss es ja auch weitergehen. Das ist ja auch eine gute Frage, wo es denn weitergeht. Hat das vielleicht irgendwas damit zu tun, dass ich auf die andere Seite muss? Stimmt, ich war mal hier drüben. Ich kann mich erinnern. Ich bin mal hier durchgegangen. Ich war aber auch mal auf der Seite. Ich habe bloß durch das Wasser gar nicht sehen können, wie ich da hingekommen bin. Da geht's ja auch noch irgendwo lang. Aber ich sehe keinen Weg da hoch. Hier unten gibt's auch nichts. Meine Wegfindung mal wieder. Da werde ich mal wohl wieder ein bisschen rätseln müssen, weil ich denke mal, der lineare Spielverlauf von den Zugpassagen hat mir wohl so gut getan, weil ich mich da auch gut zurechtgefunden habe. Und jetzt gibt es hier wieder so viele unterschiedliche Wege. Da kann ich doch einfach nur im Wasser suchen. Tief im Wasser. Wo natürlich Daten geladen werden. Weil das hier ein völlig neues Szenario ist. Was ist das hier eigentlich? Ich brauche mal Leben. Ich brauche Luft. 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 Wo ist hier Luft? Ah. Total eng. Also, ganz ehrlich, wenn ich in so einer Situation wäre, wo alles voll mit Wasser gelaufen ist. Oh Mann, ich würde mich echt, ja. Ich würde mich da echt scheiße fühlen. Ohne Scheiß. Ich würde mich scheiße fühlen. Das ist ein anderer Weg jetzt hier, okay? Wir schauen mal weiter. Was ist hier? Ach so, das sind Staubpartikel auf meinem Monitor. Huch. Upsi, ich glaube, ich sollte nicht ins Wasser gehen. Ich sollte definitiv nicht ins Wasser gehen. Kinder, nicht vom Beckenrand springen, sonst werdet ihr von dem Monster aufgefressen, ja? Stimmt, ich hatte auch, glaube ich, irgendwo mal in den Tipps gelesen, dass man diese Viecher auch mit diesem Ding hier. Ich probiere es einfach mal. Aber es nützt nichts. Das Viech hier ist dann kurz davor, mich aufzufressen. Und dann, ja, falle ich ja runter. Dann habe ich Fallschaden. Toller Tipp. So, komm, Überraschungseffekt. Oh mein Gott, da ist ein Monster im Wasser. Ist das etwa dieses begehrte Loch Ness-Monster? Auf jeden Fall mysteriöse Musik. Ich glaube, als Kind hätte ich Angst davor bekommen. Komm, noch ein Schuss. So. So. Wir haben ein total tolles Monster in diesem Wasser. Aber ich denke mal, wir müssen sogar unter Wasser rein. Naja, da erledige ich mal lieber das Kleinzeug und bringe lieber mal diese komischen Kopfviecher um. Wer lässt denn solche Monster überhaupt ins Wasser? Ist ja unverschämt.
Und was ist das da drin eigentlich? Ist das etwa eine Superwaffe? Hierhin geht's ja auch noch irgendwo weiter. Haben Sie es gesehen? Die behaupten zwar, dass sie es aus dem Challenger-Graben heraufgeholt haben, aber ich wette, dass dieses Ding bis vor einer Woche noch niemals in einem Gewässer auf der Erde herumgesprungen ist. Im Haikäfig ist ein Betäubungsgewehr, aber ich weiß nicht, ob das bei dieser Spezies funktioniert. Sie dürfen es aber gerne ausprobieren. Ah ja, ein Betäubungsgewehr im Haikäfig. Ich denke mal, dieser Käfig, der da über dem Gewässer hing, wo wir bestimmt nicht hinkommen werden, da ist sicherlich diese Waffe drin. Oh. Sorry. Oh, natürlich hier wieder mit allerlei Reserven und natürlich ein paar Notizen. Meine Güte, du machst dich richtig gut. Wie gesagt, dafür, dass ich blind spiele, bin ich gerne... Ja, da ist für mich alles hier eine Überraschung. Wir kommen tatsächlich so dahin, okay. Wow. Das ist tatsächlich ein Betäubungsgewehr. Wow, scheiße. Ich muss es auch mal erwischen. Scheiße. Dann noch 3 Schuss. Jetzt habe ich keine Schüsse mehr und ich komme nicht raus. Ist ja toll. Also, wir dürfen da gut und gerne etwas mit dem Betäubungsgewehr probieren. Allerdings fallen wir da auch gleichzeitig ins Wasser. Ich glaube, weiter sollten wir auch nicht fallen. Oh. So, mal gucken. Das Viech bewegt sich so blöd. Das ist immer das Blöde. Unrealistisch bewegende Kreaturen beobachten. Wo ist es denn hin? Ich bewege mich nicht von Fleck. Kann ja sonst irgendwas passieren. Bum, bum, bum. Da ist es. Da war es. Hä? Komm doch her. Mensch, ich muss dich ins Visier nehmen. Habe ich es jetzt erwischt? Nein. Man muss echt flink sein. Mann, verdammte 1998er Technik. Kein transparentes Wasser. Tropf, Tropf. Nein, da ist es schon wieder entwischt. Ja, haha. Naja. Das werden wir dann auf jeden Fall mal in der nächsten Aufnahme mal bestreiten. Schon gut. Sie werden nicht einmal merken, dass ich hier bin. Da will sowieso nicht mit uns mitkommen. Denn spätestens hier wird er dann auch wieder sagen... Na komm. Weiter gehe ich nicht. Natürlich, weiter gehst du ja nicht. Also entweder gehört das zur Musikgestaltung oder das sind die ganzen Technologien hier. Auf jeden Fall machen wir dann in der nächsten Aufnahme weiter. Können natürlich auch mal wieder zuschauen, wie ich natürlich das Bild wunderschön angepasst habe und wie ich dann wieder das Spiel speichern werde. Mal gucken. Aktuell haben wir den 11. März 2014. Man sieht wieder was vom Desktop.
Ich habe auch gesehen, das Flimmern seht ihr überhaupt nicht, das sehe nur ich. Und dann will ich euch da mal wieder sagen, bis zur nächsten Aufnahme bei Hive-Life. Dann wollen wir mal schauen, ob wir mit dem Betäubungsgewehr irgendwas bewerkstelligen können und das Monster überhaupt erwischen können, das sich so unrealistisch bewegt im untransparenten Gehäuse. Gewässer. Und außerdem muss ich noch ein paar Spiele fotografieren, weil hier mal wieder eine ordentliche Ladung an Spielen angekommen ist. Also, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüssi.